Ich mach's normalerweise, ich mach's nicht. Kam nicht gut an. Das war tatsächlich nicht schön. Kneif mich. Ich glaube nicht, dass es echt ist. Herzlich willkommen. Wir sind Niklas und David und wir sind bei Wisst ihr noch und spielen jetzt Ich habe noch nie. Yay. Yeah. Ich war einmal in meine Lehrerin verliebt. safe. Bio-Lehrerin. Bio-Lehrerin bei dir? Oh, wirklich? Ja. Aber was ist verliebt? Verliebt ist ein großes Wort. Ja, doch. Ein großes ist egal. Wort. Also, Fantasien reichen. Ja, also über Liebe kann man wahrscheinlich nicht sprechen, weil das halt wirklich nicht auf Gegenseitigkeit beruht, aber die fand ich richtig cute. Ich habe betrunken schon mal meinen Allerwertesten gezeigt. Alter, immer. Also wir, wenn wir trinken gehen mit unseren Leuten, dann ist immer einer nackt nachher. Ja. Wir waren mit unseren Freunden im Holland-Urlaub und haben uns dann am ersten Tag mit 4 Jungs plötzlich in einer Dusche befunden. Die Dusche war wirklich so groß, gefühlt so wie dieser Tisch und niemand weiß so richtig warum. Aber jeder wurde sauber. Oh ja, verdammt ja. Ich habe schon mal mehr als 3-mal am Tag die Gurke geschält. Ich glaube, es geht um Masturbation. Und? Ah, so. Um Taschenbillard. Nee, Moment. Du hast dir in deinem Leben noch nie an einem Tag 3-mal den Knochen gehäutet. Ja, ich habe noch nie 3-mal am Tag 5 gegen Willi gespielt. Du hast noch nie 3-mal am Tag Handpanzer gefahren. Ich habe noch nie 3-mal am Tag die Palme gewedelt. Drittes Mal macht auch keinen Spaß mehr. Da braucht man auf jeden Fall Schweißbänder und Monster Energy Drink, um durchzuhalten. Ich habe schon mal im Bett den falschen Namen gesagt. Habe ich tatsächlich noch nie, aber es ist mir mal passiert. Das war tatsächlich nicht schön. Und es war auch die einzige Person und der ist das wiederum auch direkt 2-mal passiert. Kannst du die andere Person? Nicht direkt, nicht persönlich. Also ich habe die andere Person nie persönlich getroffen, aber ich wusste, wer diese Person ist. Ja, ich habe meinen anderen Namen gesagt. Kam nicht gut an. War aber ein Flüchtigkeitsfehler. Ich vergib dir. Alles gut, weiter geht's. Danke. Ich habe schon mal betrunken einen Podcast aufgenommen. Ah, mega geil. Also das ist eine gute Story. Wir haben schon mal einen betrunkenen Podcast aufgenommen, denn Niklas und ich, wir sind mal bei dir gewesen, dann hatten wir beide Hunger, sind zum Essen gegangen, nach dem Essen folgten Drinks und dann so ungefähr um 12, 1 Uhr nachts waren wir in einer solchen Sprech- und Talklaune, dass wir uns gedacht haben, es ist noch eine saugute Idee, jetzt den Podcast aufzunehmen. Und wir sind daraufhin dann eben zu dir nach Hause gegangen, haben die Podcast-Mikrofone angeschaltet, haben uns dahinter gekämmt, haben wahnsinnig viel gesprochen und es war urkomisch. Wir haben uns wirklich gefühlt wie die Könige und haben dann am nächsten Tag aber nochmal Zeit gehabt, die Podcast-Folge anzuhören. Und sie war richtig scheiße. Es war so unfassbar unlustig, dass wir sie vernichtet haben und sie ist einfach verschollen und weg. Also man ist auf jeden Fall besoffen nicht so witzig, wie man denkt. Trust me. Ich habe Tattoos, die ich bereue. Du hast Tätowierungen am ganzen Körper. Oh, tatsächlich. Oh, surprise, oh, man, yeah. Selbst das hier hinten, das würde ich mir so jetzt nicht nochmal machen, aber ich bereue es auch nicht, weil ich es ein bisschen witzig finde. Weil hier hinten, das sieht man jetzt vielleicht, dieses Tattoo, da sagen mir immer ganz, ganz viele Leute, die das sehen, oh, sie haben einen schönen Pimmel hinten auf den Arm tätowiert. Hoden und Penis. Find's aber eine witzige Geschichte, deshalb, ich bereue nichts. Ich habe etwas Schlimmes gemacht und es jemand anderen in die Schuhe geschoben. Boah, das werde ich nicht vergessen. Richtig dumm. Ich habe mal als Kind mit einem Familienangehörigen von mir damals, der war auch noch ein Kind, auf die Bahnschienen einen großen Stein gelegt. Und ein Zug ist drüber gefahren. Und dieser Stein ist in 1000 Dinger zerplatzt und der Zug musste bremsen. Das habe ich gemacht als Kind. Dann, das ist ein bisschen krass. Glaube ich, erzählt, dass es der andere gewesen wäre, dass die Idee vom anderen gewesen wäre. Ja. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Also erziehungstechnisch habe ich natürlich all meinen Schabernack auf meine Geschwister geschoben. Ich war wahnsinnig gut im Lügen. Hat ein tolles schauspielerisches Talent und musste dafür nie gerade stehen. Selten. Nicht so oft. Nicht jedes Mal. Ich habe schon mal mein Geschlechtsteil mit einem Lineal gemessen. Entschuldigung, bitte? Wie war die Frage? Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Ob wir schon mal unser Geschlechtsteil mit einem Lineal gemessen haben? Was für ein Lineal? 30 cm? Weil dann nein. Also ich habe das auch noch nie mit Haushaltsgegenständen gemacht, um danach diesen Haushaltsgegenstand wieder wegzulegen und jedes Mal zu wissen, wenn die Person dann die Fernbedienung zum Beispiel nimmt, dass ich mir dann vorstelle, so, ja, okay. Das, nur damit du Bescheid weißt. Könnte sein. Could be us. Ich pinkel in die Dusche. Ob man das mal gemacht hat? Ach, komm, ich mach's normalerweise, ich mach's nicht. Ich hab's auch mal gemacht, aber ich mach's nicht. Jeder auf gar keinen Fall. Jeder macht unschuldig. Das. Du pisst in die Dusche? Ja, aber ich stehe schon drin. Ah, okay, das macht deutlich mehr Sinn. Mich hat schon mal die Polizei nach Hause gebracht.
bei mir war es auch mal knapp, sehr knapp. Ich war mal auf einer Hausparty, die ist so eskaliert, dass die Polizei gerufen wurde. Und da die ganzen Leute dann aus dem Haus raus mussten, wurden auf der Straße diverse Papiermülltonnen angezündet. Und danach kam die Polizei und danach gab es einen kleinen Stress, aber ich wurde nicht nach Hause gefahren. Und ich habe natürlich auch die Papiermülltonnen nicht angezündet. Klar. Ich habe schon mal die Zeche geprellt. Safe, Alter. Klar. Auf jeden Fall. Davon sollte sich keiner freisprechen. Also wenn man irgendwann mal einen guten Abend hatte mit Freunden, also wer sagt Tschüss und sagt noch, ich zahle noch kurz. Das geht ja gar nicht. Du musst einfach das nur so lange hin und her schieben, dass alle sagen so, er jetzt halt. Und irgendwann weiß niemand mehr, dann gehen alle. Und dann ist es ja nicht mit Absicht. Ich war schon mal mit meinen Eltern im Club. Ja. Wir haben beide lange Zeit in der Clubbranche gearbeitet. Und da habe ich nicht nur einmal, glaube ich, meinen Vater mal mit hingenommen, um denen das mal zu zeigen. Und der fand es auf jeden Fall sehr, sehr laut. Ja. Ich habe meine Eltern noch nicht mit in den Club mitgenommen, aber ich habe meine Eltern im Club getroffen. Du hast sie im Club kennengelernt. Dad! Ich liebe euch. Ich habe mir mal Geld geliehen und es nicht zurückgegeben. Boah, Alter. Alle Freunde, die das gerade sehen, sagen, Niklas, Alter, nie. Ich bin dafür leider im Freundeskreis bekannt, dass ich meine Schulden sehr, sehr spät, manchmal auch gar nicht, zahle. Ich bin einmal aus einer Bar oder einem Club rausgeschmissen worden. An meinem 16. Geburtstag habe ich mit einem Mutti-Zettel bis in die tiefen Nachtstunden gefeiert. Irgendwann war ich erschöpft und habe ein Nickerchen auf dem Klo gemacht. Und dann hat ein sehr, sehr starker Türsteher nicht nur die Klotür eingeschlagen, sondern mich dann auch rausgetragen und hat gesagt, Herr Martin, hier endet die Nacht. Und du hast gesagt, kannst du mich noch einmal ohrfeigen, bitte? Kneif mich. Ich glaube nicht, dass es echt ist. In den Po. Ich bin Social-Media-süchtig. Ja. Leider ja. Ich glaube, das ist ein Berufsrisiko, das wir haben. Was ist deine Screen-Time, dein Tagesdurchschnitt? Also mein Tagesdurchschnitt von gestern liegt bei 8,5 Stunden. Geht das? Ihr hattet schon mehr? Dann bin ich was? 11 Stunden? Ich habe einen Tagesdurchschnitt von 5 Stunden 22. Das ist doch super solide. Ich habe Geld von meinen Eltern geklaut. Also es waren jetzt keine hohen Summen. Und was ich auch schon mal gemacht habe, das finde ich aber clever. Ich habe damals, als das Geld dann knapp war, mit dem Taschengeld, habe ich Pfand weggebracht aus dem Keller und habe mir dadurch eben so ein paar Euros immer dazu verdient. Was hat das mit der Frage zu tun? Naja, es ist ja auch Geld, das ich geklaut habe, aber ich habe natürlich dann eine Serviceleistung angeboten. Du hast Pfand weggebracht, wo hast du denn Geld geklaut? Das bares Geld, das im Keller liegt. Und du hast den Pfand geklaut? Ja, meine Mutter hat dann gesagt, Mensch David, das ist aber wirklich nicht okay. Das macht gar keinen Sinn. Ich wurde schon mal mit einem anderen Promi verwechselt. Ja, mit dir. Jedes Mal. Ich bin doch kein Promi. Du bist so bescheiden. Schuldig mit David Martin. He's fame. Jetzt muss ich kurz überlegen, vielleicht bin ich doch schuldig und wurde schon mal mit einem Promi verwechselt. Und zwar, ich habe schon diverse Einsendungen bekommen von auch anderen langhaarigen Typen aus dem Internet. Wie zum Beispiel diesen langhaarigen Bachelor. Ja. Ja, der sieht wirklich crazy aus wie David. Ich habe mich schon mal gegoogelt. Worüber überlegst du jetzt, David? Du hast dich sowas von schon mal selbst gegoogelt. Come on. Ja. Einfach nur, um zu gucken, was da rauskommt. Ich bin immer wieder verblüfft, dass es leider halt sehr, sehr viele David Martins auf der Welt gibt. Fußballspieler, es gibt einen Koch, es gibt einen Musiker. Es gibt einen Arzt. Der Typ heißt allen Ernstes Dr. Niklas David. Bro, wir kommen mal vorbei. David, das war's von uns. Haben wir uns mal kurz ein bisschen nackig gemacht? Ist auch wichtig manchmal. Ist wichtig manchmal. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch gerne mal bei unserem Podcast vorbei. Der heißt Dudes oder bei unserem Instagram @niklasunddavid. Da verraten wir auch ganz viele Sachen über unseren Alltag. Viel Spaß.